Hallo und herzlich willkommen zu einem anderen Let's Play. Heute spielen wir ein wirklich, wirklich, wirklich fantastisches Spiel. Ich bin so begeistert von diesem Spiel. Und es ist mir eine wahre Freude, dass ich endlich die Genehmigung bekommen habe, dieses Spiel für euch spielen zu dürfen und auch zu veröffentlichen. Ich möchte hiermit ganz, ganz, ganz herzlich Minority für die Erlaubnis und die Genehmigung dafür danken. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Ihr habt mir eine unheimliche Freude damit bereitet. Welches Spiel spielen wir heute? Wir spielen das Spiel Papa und Jo, beziehungsweise Papo und Jo. Wie man das übersetzt, ich bin mir nicht so ganz sicher. Ich vermute mal, dass es wahrscheinlich Papa und ich heißen soll, in Deutsch übersetzt. Denn dieses Spiel, ja, es ist wie gesagt etwas ganz Besonderes und es hat auch eine Geschichte. Denn dieses Spiel beruht auf einer wahren Begebenheit. Und zwar ist es, um es einmal zu umschreiben, ohne zu viel zu spoilern, es ist die Aufarbeitung einer langen, wirklich sehr langen persönlichen Erfahrung des Designers dieses Spiels, beziehungsweise des Machers dieses Spiels. Wie gesagt, die Aufarbeitung einfach, die Umsetzung dieses persönlichen Erlebnisses. Mehr möchte ich jetzt einfach nicht dazu sagen. Ich habe, wie ihr seht, hier schon mal angefangen. Oh, huhu, guck mal, Fröschlis. Huhuhu, Fröschlis. Ich habe... Nochmal. Haha, da kommen sie wieder. Guck, plopp, plopp, plopp. Ich habe dieses Spiel schon mal ganz kurz angespielt. Nur um einige Einstellungen vornehmen zu können, etc. Tala. Deswegen haben wir jetzt zwar hier was stehen, aber wir werden natürlich nicht da weitermachen, sondern wir beginnen tatsächlich ein komplett neues Spiel. Und ich würde vorschlagen, wir beginnen genau jetzt. Lasst euch überraschen, was für ein herrliches Spiel dieses Spiel ist. Aber es ist nicht nur herrlich. Es hat auch etwas Tiefgründiges. Ich wünsche euch viel Spaß bei Papo und Jo. Ah!
Und damit noch einmal herzlich willkommen zu Pappe und Jo. Wir befinden uns jetzt mitten im Spiel, im Anfang des Spieles. Bis zu diesem Punkt bin ich bei der Einstellungsgeschichte auch gekommen. Das heißt, hier habe ich dann abgebrochen. Ihr habt also in dem Sinne jetzt nichts irgendwie verpasst oder ich werde euch jetzt also nicht irgendwas erzählen, was sonst ist. Ich muss echt sagen, wow, was für eine super, Entschuldigung das Wort, geile Grafik. Ich bin so begeistert und ich feiere es, was die Jungs als Indie-Produzenten auf die Beine gestellt haben. Hochachtung, wirklich, wirklich Hochachtung. So, wie ihr gesehen habt, wir sind sozusagen durch ein, na, sagen wir mal, Portal in eine Welt, könnte man sagen, gereist. Und wie ihr gesehen habt, war der kleine Junge hier, den wir hier darstellen, ja, in seinem Zimmer oder in einem Schrank oder was auch immer es war. Und draußen lief also dieses Monster. Und, naja, auf einmal erschien dieses Portal. Also können wir davon ausgehen, dass sich das Portal um eine Art, Ausgang aus der Problemsituation handelt? Na, lassen wir uns einfach mal überraschen und schauen uns mal diese Welt an, wie schön es hier doch aussieht und was uns hier erleben lässt. Oh, wir sind nicht alleine. Hier ist noch jemand. Da. Oh, seht mal. Seht doch einfach mal. Was? Dieses Kind, was macht es da? Es malt da auf dieser Wand herum, aber was malt es denn da? Ja, was haben wir hier? Wow. Guck mal, Häuser, die aufeinander gestapelt sind. Ich frage mich, wie kommt der Oberste in sein Haus? Alles sehr merkwürdig. Und diese Farben? Also es sieht sehr südamerikanisch aus, das kann man auf jeden Fall sagen. Aber was soll das bedeuten? Nun gut, ich würde vorschlagen, wir gehen doch jetzt erst einmal hier herunter. Schauen. Was haben wir denn hier? Hallo, kleines Kind. Darf ich? Was? Wie? Warum? Kleines Kind? Hallo, kleines Kind? Wo bist du hin? Was soll ich hier jetzt tun? Oh, ein Ball. Kann ich diesen Ball benutzen? Oh, nein. Anscheinend kann ich diesen... Oh, doch. Hey! Guck mal, ich bin der Größte. Ich bin der Größte. Ich bin der Größte. Fußballstar... Oh! Wow! Wir können ja wirklich Fußball spielen. Das ist ja... Wow! Zacka! Und nochmal. Zackio! Oh! Oh! Wie komme ich jetzt an meinen Baller? Was gibt es denn hier sonst so? Also wir kommen anscheinend da nirgendwo. Tja. Also ich vermute, wir müssen ja irgendwie darüber. Auf die andere Seite. Die wir nicht. Können wir springen? Nein. Was ist das hier? Was ist das hier? Gar nichts. Das ist... Oh. Sieh mal. Was ist das? Was ist denn das? Ist das etwa... Oh! Aha! Ja, dann lass uns das doch mal tun. Was passiert? Ziehen. Okay. Oh! Das ist ja... Aha! Jawoll! Aha!
Das heißt, wir sind nicht in einer, sagen wir mal einfach anderen Welt, sondern wir sind in einer besonderen anderen Welt. Haha, was können wir hier tun? Und warum sind wir überhaupt hier? Okay, wir sind vor diesem Monster geflüchtet. Und dieses Monster... Tja... Es ist nicht hier. Aber was machen wir jetzt hier? Wir sind ja alleine hier. Also was sollen wir hier tun? Ah, wir können darüber irgendwie. Okay, dann lass uns das mal machen. Oh, wir können super springen. Guck mal. Ach, da bist du. Hey, du warst aber verdammt schnell. Wie hast du das gemacht? Du bist durch die Mauer dort unten und dann wie U-Bahn oder wie oder was? Diesen Trick musst du... Jetzt lauf doch nicht schon wieder weg. Hey, bleib doch hier. Lauf doch nicht immer... Ach Mann, er ist schon wieder weggelaufen. Okay, oh oh. Was ist das denn? Platsch, 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 platsch. Okay. Okay, da ist schon wieder so ein Ding. Und ein Kasten. Und dieser Kasten sagt... Aufheben. Okay. Warum? Okay. Alles klar. Ich bin eine Hilfebox und kann dir helfen. Okay. Weiter. Aha. Es gibt auch Anleitungsboxen, die dir wichtige Dinge erklären können. Aha, okay. Also suche nach Hilfe und Anleitungsboxen, wenn du nicht weiterkommst. Wir wollen es uns ja nicht zu einfach machen, oder? So, haben wir sonst noch... Hohoho, ich bin der Junge in der Kiste. Ich bin der Junge in der Kiste. Ich bin der Junge in der Kiste. Oh, herrlich. Aber was ist denn... Was ist denn dieses Geplatscher da? Okay. Zack. Puh. Oh. Zack. Ich finde das zu herrlich, wie dieser kleine Junge hier. Okay. Also... nicht bloß nicht. Okay. Ich möchte nicht wieder darum. So. Irgendwas habe ich ja hier eben gesehen. Und irgendwas können wir... Wo ist denn hier ein Huhn? Das Huhn hörte sich ein bisschen an wie die Hühner aus einem anderen Spiel, das ich momentan let's playe. Okay, was haben wir denn hier? Aha, okay, ein Zahnrad und noch ein Zahnrad. Ah, dieses Zahnrad ist nicht drin. Also wir müssen wohl dieses Zahnrad... Ah, guck an, siehst du? Oho! Alles klar. Magie. Hier ist Magie im Spiel. Das heißt, wir laufen also jetzt darüber. Und dann... Was machen wir denn jetzt da drüben? Okay. Können wir jetzt da einfach rüberlaufen? Okay, wir stolpern nicht. Dann tun wir das. Ups. Okay. Ach. Ah ja. Gut, wir sind also auf einer anderen Straße. Okay. Hey, da ist noch ein Ball. Yippie, ich bin der Größte. Yay.
Yippie! Und ich zeige euch noch was. Tulup, 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 pup, 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 chup, 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 ching! Ein kleiner Maradona. Ja, okay, aber jetzt, wie kommen wir denn jetzt hier weiter? Ach, da ist schon wieder so ein Ding. Okay, was machen wir jetzt damit? Ah, ziehen. Ich hab da gerade was gesehen. Okay, hier ist wieder so eine Box. Aber ich möchte es mal ohne Box versuchen. Irgendwas ist da oben gerade gewesen. Was war denn das? Guck mal da drüben. Was ist... Was? Wie? Was? Wieso hab ich jetzt deine Mütze? Ey! Wie ist das? Okay. Okay, ich hab eine Mütze. Ist hier oben noch irgendwas? Komm ich hier irgendwo hin? Nicht wirklich, ne? Ich muss da drüben, glaube ich, hin. Okay. Ich hab ne Mütze. Yippie! Guck mal, ich hab ne Mütze, ne Mütze. Okay. Ne Mütze, ne Mütze. Mütze. Ich sehe jetzt hier nicht wirklich etwas, was... Ah, ich glaube, da kommen wir dann nicht mehr hoch, ne? Also irgendwas hat das doch hier... Ist jetzt, okay, ich schaue mir das Ding jetzt doch mal an. An versteckten Stellen kannst du... Ach, Hüte kann ich finden? 25! 25! Oh mein Gott! 25 Hüte! Oh je, wie soll ich die denn bitte schön finden? Okay, wähle M-Scrollen unten oder M-Scrollen oben, welche du aufsetzt. Ach, ich kann auch noch wählen. Aha, okay. Mit Maus-Scrollen oder Maus-Scrollen oben, welche du aufsetzt. Okay. 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 Also ich kann Hüte finden. Und so kann ich den auch... Ahaha, okay. So kann ich den wieder absetzen. Okay. Okay, hoppa. Das heißt... das ist so eine Art... ja, Challenge. Oh, ich kann da also nicht drauf. Okay. Dann, ja, dann müssen wir wohl doch... Ah, hier runter. Okay. Was ist das denn? Ah, da hinten sitzt unser Kind. Okay. Ja. Gut. Was? Oben oder unten? Was? Oben oder unten? Frösche? Große? Frösche? Moment, diese Frösche. Ah ja, okay, das heißt, ich muss also da oben irgendwie dran, um... Da... Was? Treppe? Da hoch? Okay. Aber diese Frösche finde ich ja krass. Diese Häuser sind ja echt faszinierend gebaut. Also ich möchte ja in so einem Ding nicht wohnen. Fadi, wie kommst du da rein? Hä? Wie kommst du in dieses Haus? Wie geht das? Ist da ein unsichtbarer Fahrstuhl, eine Strickleiter oder auch da? Ja gut, da kommst du noch rein. Was ist das denn? Hallo? Hallo? Kuckuck. Du leuchtest aber richtig schön.
Kuckuck. Kann ich dich eigentlich auch irgendwie... Kann ich dich haben? Kann ich dich nehmen? Hallo? Ich möchte dich fangen. Kann ich dich fangen? Oh nein! Oh nein! Oh Gott, ist das goldig! Oh mein Gott! Oh mein Gott, das ist goldig! Ja, ich hab dich gefunden und ich habe auch Frösche gefunden! Oh, ist das goldig! Oh Mann. Kann ich so einen Frosch mitnehmen? Oh Gott, es ist so herrlich. Was ist das denn? Ah, hier ist noch so ein Ding. Oh. Oh mein Gott, guckt euch das an. Och, es ist so herrlich. Upsi, nee, er springt nicht. Och, das ist. Guck mal, das Gesicht von dem Frosch. Oh mein Gott, das gibt's ja wohl nicht. Was ist das denn? Oh mein Gott. Ach du meine Güte, ich glaube es ja nicht. Oh, herrlich. Kann ich dich... Och, bitte lass mich dich doch... Och nein, lass mich dich doch mitnehmen. Oh, ich kann dich werfen. Was ist, wenn ich dich... ich kann dich also werfen? Ich habe mal was gehört. Das möchte ich jetzt mal ausprobieren. Oh. Oh. Wie... Ah, der kommt schon wieder. Okay. Noch ein. Zack. Komm her. Ich krieg dich. Ah, ich krieg dich. Zack. Ja. Ich bin das so goldig. Oh. Hey. Was hat das jetzt mit diesen Fröschen auf sich? Okay. Ich habe hier also immer die gleiche Menge an Fröschen. Kann ich noch einen? Dich? Nein! Bleibst du hier? Eins, zwei... Und wieder drei. Hm, okay. Also das, bringt jetzt nicht wirklich viel. Ich finde die so goldig. Oh Gott, ist das so goldig. Das ist so süß, wie die gucken. Komm her, einmal noch, bitte. Bitte einmal. Ich finde das so süß. Und wie der sich festklammert. Oh mein Gott, das ist so süß. Oh Mann. Oh. Klasse. Okay. Okay, weiter im Spiel. Oh mein Gott. So. Jetzt geht's also da. War da gerade ein Grafik-Bug? Ah, der Schatten ist da ein bisschen seltsam. Okay. So, was haben. Hey! Hallo? Das ist das Geheimnis, wie man in das Haus hineinkommt. Man muss erst aufs Dach, damit es runterfällt. Okay, alles klar. Oh, da hinten ist wieder... Was ist denn das? Okay, der Deckel auf. Kokosnüsse drauf. Irgendwie leuchten die. Ein bisschen ruhig. Hier ist eine unsichtbare Mauer. Wie komme ich denn an dich da? Ups! Oh! Mr. Football Hat. Oh Gott, das ist doch echt. Ein Fußballheld, Alter. Also ich finde die Mütze besser. Okay, ich weiß nicht.
Oh mein Gott, was soll das mit dem Fußball? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein, sorry, aber das mit dem Fußball. Nee. Ach ja, da, okay. So, und jetzt? Ah, jetzt kommt er da oben raus. Aha. Wollte das gerade? Das Haus da hinten ist der Hammer. Ich finde die Musik gerade total klasse. Die passt irgendwie super. Eine absolut klasse Musik. So, wie komme ich denn jetzt zu dir da oben? Okay, wir werden das mal hier wieder versuchen. Was? Wer? Wie? Oh! Und wieder weg! Okay. Ziehen! Na? Oh, 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 oh. Aha! Eine Treppe! Ah! Eine Treppe! Okay. Aber was mache ich jetzt mit der Treppe? Die Musik ist der Knaller. Boah, ich fahre ja voll auf diese Musik ab. Sorry, aber ich muss dir mal deine Kappe abziehen. Entschuldigung, aber das ist so herrlich hier. Ich finde das so klasse gemacht. Das ist so super gemacht. Wahnsinn. Oh. Oha. Doch, ich komme auch wieder zurück. Alles klar, okay. Hey, Kind! Nicht schon wieder weg. Was hat das denn immer auf sich hier mit dem Weglaufen? Oh. Ein bunter Vogel. Okay, Moment. Warum laufe ich überhaupt hier hinten rum? Da ist ja eine Tür. So, und diese Tür sieht man doch. Kann ich da nicht? Hallo? Nö, ich kann die Tür nicht aufmachen. Schade. Die Farben sind doch super hier. Ja. Also ich muss echt sagen, liebe Leute von Minority, ihr habt euch echt so viel Mühe gegeben. Wenn ich mir hier Feinheiten ansehe, wie abröckelnden Putz auf der Mauer hier. Und auch die Strukturen. Dass das Stein wie Stein aussieht. Wow. Okay, manche Sachen sind euch nicht so wirklich gelungen. Jetzt wie die Tür hier, die ist ein bisschen komisch. Wirkt die irgendwie. Aber so gerade hier diese Steinstruktur, diese Texturen. Okay, hier sind sie wieder ein bisschen zu grob. Aber diese, da, hier, sowas. Meine Herren. Unfassbar. Auch der Baum, das sieht alles relativ... Doch, es sieht super aus. Wenn ich mir andere Games dagegen ansehe... Da, guck dir das mal an hier. Da. Dieser Putz, der hat eine richtige... Da. Der hat eine richtige Struktur. Wow. Das ist wie zum Anfassen. Leute, ihr habt euch
Ihr habt echt eine super Arbeit abgeliefert. Ich bin so begeistert. Was soll denn das hier? Was ist das? X? Hm? Was? Achso, das ist ein... Ah ja, okay. Macht der? Kann ich den... Irgendwie? Nö, kann ich nicht. Oh, wir haben einen Checkpoint erreicht. Und dort unten haben wir wieder ein Kindlein. Tja, Checkpoint heißt für mich, wir machen eine Pause, oder? Wir haben jetzt 30 Minuten aufgenommen. Ich würde sagen, wir machen hier mal eine Pause und machen dann auch direkt in der nächsten Aufnahme an diesem Punkt weiter und schauen mal, was dann passiert. Also, bis hierhin würde ich sagen, komm, lass doch mal dein Fußballhelm, du siehst. Nee, komm, die ist gut. Die ist okay, die Kappe ist super, aber nicht der Fußball. So, ich würde sagen, bis hierhin erstmal tschüss. Und ich feiere dieses Spiel hier gerade so unfassbar. Das ist klasse. Wahnsinn. Okay, wir sehen uns also in der nächsten Aufnahmepause. Und, oh, du kannst springen. Jawohl. Ja, wir sehen uns. Bis nachher, Siltaraner hier. Tschüss.